Ja. Herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Und ich verfolge jetzt diese Tiere hier. Hallo? Was bringen die denn? Was sind denn das für Tiere? Ach so. Ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Oh, Schweinchen. Ja gut, ich wollte ja eigentlich diese Mission da machen. Ist hier ein Zettel Adler unterwegs. Jetzt nicht reingehen wollen. An wen erinnerst du mich noch? Worüber streiten sie sich überhaupt? Pagan-Mins Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Für Amita sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Sabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Ihr habt euch... Und wie lange streiten sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und ihre Positionen ändern sich nie. Was für ein Mann du bist. Hey, ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale, oder? Danke, dass du uns hilfst. Alle hier wissen das zu schätzen. Ihr habt komisches Make-up. Ich schulde dem goldenen Pfad was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gale. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kyrat etwas. What? Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Sabal auflösen. Denk daran, Verdammt. Solange du hier bist. Oh, tu es doch. Tu es einfach. Zeig AJ, was für ein Mann du bist. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es geht die Musik gleich. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. Oh, eiskalt, diese Frau. Na, du. Hier, keiner labert mit mir? Warum nicht? Entscheidung. Das ist voll mies. Machtverhältnismissionen sind äußerst wichtig für den Goldenen Pfad. Amita und Sabal haben unterschiedliche Ziele. Sprich mit beiden Anführern und wähle, wen von ihnen du unterstützt. Deine Entscheidung wird zu einer gänzlich unterschiedlichen Mission führen. Auf diese Weise sorgst du auch in den kommenden Missionen für neue Missionsziele und bestimmst, wer bis zum nächsten Machtverhältnismission Anführer des Goldenen Pfades ist. Ich glaube, ich würde eher zu Amita tendieren als zu Sabal. Ich weiß nicht, aber der Typ ist irgendwie komisch, finde ich. Kann ich mir beides angucken? Amita, ich besorge die Infos. Okay. Es gab schon länger Gerüchte über einen Großangriff und dann kam Banapur, aber... Das überzeugt mich nicht. Diese Infos können bestätigen, dass noch Großes bevorsteht. Wir haben seit dem Angriff nichts vom Lager gehört, also pass gut auf. Okay. Ja, gut, da wird er gejagt. Man fällt Mission. Amita möchte, dass du Informationen aus dem nahegelegenen Camp des Goldenen Pfads bringst. Wenn du diese Mission annimmst, lehnst du Sabals Mission ab. Bist du sicher, dass du mir sie annehmen möchtest? Ich guck mir seins nochmal an. Wie kann ich helfen? Eines unserer Lager könnte überrannt werden. Keine Ahnung wann. Aber es gibt ein Blutbad. Ich muss ihnen jede mögliche Hilfe schicken. Willst du also helfen? Dann mach dich auf den Weg. Hm.
Weil möchte, dass die Rebellen in einem nahegelegenen Camp des Goldenen Pfades beschützt. Wenn du diese Mission annimmst, lehnst du Amitas Mission ab. Oh, ist das schwer. Scheiße. Schützen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme ihre Mission. Camp Alpha. Okay. Auf geht's. Ist hier nur ein Auto? Ich will kein Auto. Das ist ja blöde Musik. Muss ich denn hin? Da? Dahin muss ich. Oh. Ups. Ja, ich mache ja alles kaputt, ich weiß. So, wie ihr alle wisst, benutzt Padan den stillgelegten Teen-Exporteur Kyra Teen als Zentrum für Paul de Bleurs Opiumgeschäfte. Ja. Ah, ich frag mich auf irgendeinen. Coole Musik. Oh, ein Elefant. Hallo, Elefanti. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Kommunikation. Ach, ist das so? Die Turmtürme in Kyrat sind alleiniger Besitz von Pagan Min. Ist ein schweres Verbrechen. Ja, ja. Wenn Sie jemanden beim Besteigen eines Funkturms beobachten, sollten Sie sofort den nächsten Repräsentanten der Royal Army informieren. Möge Pagans Licht die alle. Hat Schützenhilfe-Marken. Du erhältst Schützenhilfe von Rebellen des Goldenen Pfads. Das kennen wir auch schon. So. Ups. Ich muss immer durch. Oh. Ach, das ist ein. Ja, das machen wir später, ne? Oh, was hat er da gemacht? Wir sind schon auf dem Weg. Hä? Wohin denn? Ah, Sörner. Ja, komm jetzt, fress halten hier, Alter, ihr nervt. Will da hoch. Ja, das ist toll, aber ich sehe nichts. Ich hab immer so fetter Nebel. What the fuck? Und das sind für welche? Gehören die auch dazu? Autsch. Muss man ins Feuer stellen? Haha. Ja, ist ja gut. Ist so viel Feuer. Die Straßen vor uns. Meine Kameraden, wie ihr vielleicht gehört habt, sind die Plurs Truppen über Banapur hergefallen. Doch wir konnten sie abwehren und das Tal für uns zurückerobern. Die Plur und Pagan Min zwangen uns in diesen Krieg. Der Kampf wird nicht leicht.
Und er wird nicht schnell vorbei sein. Doch ich beschwöre euch, meine Brüder und Schwestern des Goldenen Pfades, die Freiheit unseres Kyrats ist die Strapazen wert, die uns den Krieg bringen wird. Mit solidarischem Gruß, Amita. Okay. Immer her damit. Au. Fuck. Komm das her? War das? Okay. Jäger. Jäger sind leise und tödliche Einheiten, die über Pfeile miteinander kommunizieren. Die können dich durch die Vegetation sehen. Jäger bleiben für einige Sekunden markiert, bevor die Markierung verschwindet. Die können Raubtiere beschwören, die dich anstelle von Soldaten angreifen. Töte sie, um die Beschwörung aufzuheben. Das war das geile Fell. Okay. Irgendwas. Da ist noch ein Typi zum Looten. Oh, der ist tot. Zwei Schüssen oder so. Nice. Das ist richtig langsam im Wasser, ey. Schon noch irgendwas sagen.
Aber da ganz oben ist doch nichts, oder? Denke mal nicht. Na ja, guck, Missionsgebiet verlassen da. Aber ich habe hier doch schon alle angeguckt gehabt, oder nicht? Habe ich auch angeguckt. Ja. Den hatte ich angeguckt gehabt. Ah, der ist leer. Der ist leer. Jetzt ist es auch dunkel, oder was? Hallo, Infos, Infos, Infos. Ah, guck mal, hier ist auch noch einer. Okay. Und dass ich den Fisch getötet habe. Jetzt hätten wir ein Problem. Amita, ich hab die Infos. Okay, AJ. Jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Wo ist das andere Camp? Achso, gleich hier drüben. Huch. Es wird dunkel. Ich will nicht, dass es dunkel wird. Naja, Kopfschuss. Geht so, ne? Sieht man echt nichts. Schön, dass ihr mir auch noch Bescheid sagt, danke. Hinter mir ist eine Kiste. Alter, diese Geräusche, ne, die machen einen voll. Nein, voll fertig. Ja, ich hab dich gerade lebendig in Stücke geschnitten. Wie findest du das denn? Von hinten kam noch ein Schuss? Oder kam der von vorne? Wow. Von dir bleiben nur Stücke übrig. Oh, der hat mich voll erwischt. Oh mein Gott. Ich hab damit nicht gerechnet, dass da auf einmal so viele sind. Okay. Kann ich von hier aus schon irgendwas sehen? Nö. Ich beende hier mal die Folge. Das machen wir nämlich in der nächsten Folge. Genau, bis zu sehen. Haut rein.